Zwei kurze Disclaimer vorab, bevor wir ins Video starten. Zum einen ist dieses Video Teil einer dreiteiligen Serie. Falls dieses Video nicht zu eurer Augenfarbe passt, guckt mal unten in die Kommentare. Ich werde da einen Kommentar anpinnen, in dem alle drei Videos der Serie verlinkt sind. Außerdem soll dieses Video nur als Inspiration dienen. Probiert also jegliche Farbe an eurem Auge aus, seid experimentierfreudig und probiert herum, was euch an euch selbst gefällt. Die Farben, die ich euch heute nenne, sind allerdings so der Farbtheorie entsprechend, sodass es sein kann, dass sie eure Augenfarbe besonders zum Strahlen bringen. Außerdem gibt es einen Spezialfall an Lidschatten, der eigentlich zu jeder Augenfarbe passt, weil er weder einen warmen noch einen kühlen Unterton hat, und das ist grauer Lidschatten. Ich glaube, jetzt bin ich alles losgeworden, was ich vorher loswerden wollte, also lasst uns mit dem Video starten. Und damit hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Judy und in diesem Video dreht sich alles um Lidschatten für braune Augen. Falls ihr generell an Make-up-Tutorials interessiert seid, abonniert auch gerne meinen Kanal, um auch diese nicht zu verpassen. Jetzt wollt ihr aber sicherlich wissen, welche beiden Farben ich gerade auf meinen Augen trage, von daher lasst uns mit dem Tutorial beginnen. Auch wenn Braun eine Mischung aus den drei Hauptfarben ist und sehr verschiedene Formen annehmen kann, von dunkelbraun bis hin zu hellbraun, sind braune Augen tendenziell eher so auf der rötlich-orangenen, eher wärmeren Seite des Farbkreises anzufinden. Deswegen kann man grundsätzlich sagen, dass eher kühle, kräftige, grün-blau-lila Töne gut zu braunen Augen passen. Betonung liegt hier wirklich bei kühl. Ein warmer Grünton könnte eventuell eher sich mit dem Braun beißen. Vermeiden solltet ihr außerdem rote und gelbe Lidschatten, die können eure braunen Augen so ein bisschen müde aussehen lassen. Je nachdem, wie dunkel oder honigbraun eure Augen sind, solltet ihr vielleicht auch so ein bisschen schauen, wie dunkel die Farbe ist, die ihr verwendet. Grundsätzlich kann man sagen, je heller eure Augen sind, umso dunkler und kräftiger können die Lidschatten sein, die ihr verwendet. Und je dunkler eure Augen sind, umso heller sollten sie sein, aber natürlich noch aus der Farbfamilie. Und dann bringen sie eure Augen richtig schön zum Strahlen. Die Farben, die ich mir heute ausgesucht habe, sind zum einen ein Violett-Pflaumenton, der sehr elegant wirkt. Und zum anderen ein Türkis-Petrol, das ein bisschen zwischen Blau und Grün liegt, aber auf der kühlen Seite. Und mit diesen beiden Farben werde ich euch heute jeweils einen Look zeigen. Und starten werde ich mit Lila. Für die lilane Seite verwende ich die Alicia Marie Palette von BH Cosmetics, weil die sehr viele schöne lila Töne enthält. Erst einmal sette ich mit dem hautfarbenen Lidschatten Afterlife die Base unter meiner Augenbraue. Und gehe danach in die Farbe Soft Spot und definiere erstmal grob meine Lidfalte. Das Schöne an dem Ton Soft Spot ist, dass es ein sehr, sehr, sehr kühler Lidschatten ist, der schon fast aber in die rosa Richtung geht und der passt daher super zu den Lila-Tönen, die wir nachher verwenden werden. Mit einem Lidschattenpinsel ohne Farbe gehe ich an die Übergänge, um die richtig weich zu kriegen. Um die Lidfalte noch weiter zu intensivieren, verwende ich die Farbe Safe Word. Diese wird aber nicht mehr so hoch ausgeblendet, sondern bleibt wirklich nur in der Lidfalte. Außerdem ziehe ich sie im hinteren Bereich des Auges in das äußere V mit hinein. Um den Übergang zwischen den Farben besser hinzubekommen, geht es nochmal zurück in die Farbe Soft Spot. Am unteren Wimpernkranz verwende ich genau die beiden Farben nochmal, die dunklere der beiden Safe Word eher im äußeren Bereich und die hellere der beiden Soft Spot eher im inneren Bereich. Jetzt geht's daran, den lilanen Look wirklich richtig schön lila zu machen. Dafür verwende ich natürlich die Duochromes. Beide, die ich verwenden werde, trage ich mit dem Finger auf, um sie wirklich richtig schön schimmernd und deckend zu bekommen. Im vorderen Bereich verwende ich die Farbe Illusion, die so einen Blauschift hat. Und im hinteren Bereich verwende ich die Farbe Spooky, die von einem schönen Lila in ein metallisch dunkles Grau hineinschiftet. In diesem lilanen Look steckt also durch Duochromes nicht nur ein lilaner Lidschatten, sondern sogar auch die Farbe Blau, die ja auch perfekt zu braunen Augen passt. Mit meinem Highlighter setze ich jetzt noch ein paar schimmernde Akzente im inneren Augenwinkel und unter dem höchsten Punkt der Augenbraue. Ich konnte es mir auch nicht verkneifen, einen kleinen Farbklecks noch auf der Wasserlinie hinzuzufügen. Dafür habe ich von Lethal Cosmetics von den Side Effects Linern die Farbe Reverb verwendet. Der Vollständigkeit halber kommt natürlich noch Wimperntusche auf die Wimpern und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch falsche Wimpern dazu tragen.
Den Look könnt ihr natürlich auch mit einer komplett anderen Lidschattenpalette nachschminken. Es müssen keine Duochrome-Lidschatten sein. Es reichen zum Beispiel auch einfach normale, schimmernde Lidschatten in Lila. Guckt einfach so ein bisschen, was ihr vielleicht schon zu Hause habt oder wo ihr einfach in der Drogerie leicht rankommt. Um es auf beiden Seiten fair zu machen, verwende ich auch hier auf der petrolfarbenen Seite wieder ein Duochrome. Auch hier könnt ihr natürlich einfach wieder einen anderen petrol- oder mintfarbenen Lidschatten benutzen, den ihr schon zu Hause habt. Oder an einen, den ihr leicht rankommt, den ihr zum Beispiel in der Drogerie kaufen könnt. Die Palette, die ich auf dieser Seite verwenden möchte, ist eine von Lethal Cosmetics und zwar die Kooperation mit Jolina Menon. Und in dieser Palette geht's los mit dem knochenfarbenen Ton Scandal, wieder aus demselben Grund, um die Base zu setten und um später die Lidschatten leichter ausblenden zu können. Demnach kommt auch der wieder direkt unter die Augenbraue. Und weil mir die Farbe Serendipity zu warm ist, geht's hier gleich rein mit einem dunklen, kühlen Braunton und zwar der Farbe Cold Brew. Und da müssen wir jetzt richtig gut Blendearbeit machen, weil wir keinen Zwischenton haben zwischen diesem dunklen Braun und dem hautfarbenen Ton. Aber das ist nicht schlimm, da muss man sich einfach nur ein bisschen mehr Zeit für nehmen. Und bei diesem schwierigen Unterfangen ist es umso besser, wenn man einen Pinsel ohne Lidschatten hat, mit dem man über die Kanten drüber gehen kann. Was einfach richtig witzig ist und was ich einfach vollkommen vergessen habe bei der Palette, ist, dass die Farbe Cold Brew sich scheinbar in ein dunkles Aubergine ausblendet. Kennen wir von der lilanen Seite irgendwie. Aber ist nicht schlimm, dementsprechend passen die Looks dann ja noch besser zusammen. Jedenfalls gehe ich jetzt mit dem Finger in die Farbe Narcissist, wie angekündigt ebenfalls ein Duochrome, der von einem Petrol in ein Braun hineinschiftet. Und die Farbe blende ich jetzt mit dem Pinsel nochmal so ein bisschen in die Lidfalte. Außerdem trage ich bei diesem Look ausnahmsweise mal den Schimmerlidschatten, also die Farbe Narcissist, am unteren Wimpernkranz auf. Am äußeren Bereich des Auges federe ich den so ein bisschen nach hinten aus und ziehe da so ein kleines Schwänzchen. An der Stelle können sich nämlich Lidschatten vom oberen und unteren Augenlid verbinden. Und bei diesem Look trage ich einfach einen hellen, hautfarbenen Kajal auf der unteren Wasserlinie auf. Natürlich wird auch dieser Look gehighlightet. Und auch hier tusche ich meine Wimpern und trage natürlich dieselben falschen Wimpern auf. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch im direkten Vergleich der lilane Look oder der petrolfarbene besser gefällt. Ich bin mir gar nicht so wirklich sicher, welche mir besser gefällt, da beide durch die Duochromes richtig besonders sind. Aber ich glaube, einfach weil ich einen lilanen Liner habe, der zu diesem Look gepasst hat, gefällt mir das Gesamtkonzept doch bei dem lilanen Look ein bisschen besser. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Hier unten rechts könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, um keine weiteren meiner Videos zu verpassen. Außerdem verlinke ich euch hier oben rechts noch eins meiner Videos, sodass ihr auch jetzt sofort weiterschauen könnt. Ich hoffe sehr, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss!